extrem sicher sein. Ich glaube, dass es mit den heutigen Möglichkeiten es noch mehr Grenzen gibt, als es sie in 5, in 10, in 20 Jahren geben wird. Beispiel Video. Wenn vor 5 Jahren hatten wir noch gar keine Videofunktionalität eingebaut. Mit unserer einen Software, Standardsoftware, haben wir Video drin, da sind wir mit der Qualität nicht ganz so zufrieden. Jetzt werden wir im Oktober was völlig Neues rausbringen mit sehr, sehr viel besserer Videoqualität. Wieso konnten wir das im Zeitverlauf machen? Weil unter anderem auch die Bandbreiten sehr viel größer geworden sind und weil Codecs sich verändert haben, weil Techniken entstanden sind, mit denen sowas sehr viel besser geht. Wenn wir uns dann noch vorstellen, wie die Zukunft sich weiterentwickelt oder die Welt in der Zukunft, dass zum Beispiel Internet und Home Entertainment immer mehr zusammenwachsen. Das ist meine Vision, dass es in 10 Jahren völlig normal ist, dass ich einen Flachbildschirm im Wohnzimmer stehen habe, so wie schon die meisten neu gekauften Geräte sind solche. Und dass dieses Ding dann auch irgendwie am Internet hängt, wie auch immer, wireless oder über ein Kabel. Und dass ich dann einfach sagen kann, lieber Freund XY in München, wenn ich in Karlsruhe sitze, lass uns doch mal ein virtuelles Bier zusammen trinken oder lass uns mal quatschen. Was ja technisch heute alles schon geht, aber ich sitze dann halt im Moment noch am Arbeitsplatz und dass wir zukünftig übers Internet mit hochauflösender Qualität sowas machen. Ob es in 10 Jahren schon überall HDTV sein wird oder einfach mal noch vernünftige Fernsehqualität, wie wir es ja heute kennen, oder eher in den ersten 20 Jahren, das sei mal dahingestellt. Aber ich bin überzeugt, dass sowas sich entwickeln wird. Und für Unternehmen natürlich ganz genauso, dass ich einfach, wir nutzen das heute schon mit unserer neuen Software, dass wenn ich mit unseren Geschäftsführern von eben Stockholm über London bis nach Mailand was besprechen muss, dann sehen wir uns auch per Video. Das heißt, ich sehe schon, ob der schwitzt gerade, wenn er mir seine Zahlen präsentiert oder ob er ganz relaxed ist. Und das bringt schon sehr, sehr viel mehr Nähe einfach, wenn man miteinander Projekte bearbeitet. Und was war jetzt der entscheidende Fortschritt? Die Qualität im Video? In der neuen Software? Also es sind sicher verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Also erstmal technische Rahmenbedingungen wie größere Bandbreiten, bessere Codecs und so weiter, aber auch letztlich das sich daran gewöhnen, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist sicher die größte Barriere, nach der Sie ja fragen, überhaupt. Also, wir haben schon sehr viele Kunden, aber für viele potenzielle Kunden ist das, was wir machen, noch absolute Zukunftsmusik. Das heißt, da, Inwiefern? ja, wir haben doch seit 50 Jahren unser Geschäft so betrieben, wie wir es heute betrieben haben. Also der Vertriebler muss seinen Mitarbeitern in die Augen sehen, wenn die ihren Report liefern. Und der Geschäftsführer muss seine Geschäftspartner persönlich treffen. Das sind Annahmen, die irgendwie unumstößlich sind. Und bis sowas anfängt zu bröckeln, dauert es eine Weile. Bröckeln tut es dadurch, dass es Beispiele gibt. Der eine Wettbewerber fängt plötzlich an, der ist schneller, der trifft seine Entscheidung schneller, der spart Geld, ist wettbewerbsfähiger, treibt die Entwicklung schneller voran, lagert womöglich seine Entwicklung nach Osteuropa aus und kann trotzdem im Produktmanagement schnell und effizient zusammenarbeiten. Und sowas spricht sich natürlich schon sehr, sehr schnell rum. Innerhalb einer Branche, aber auch branchenübergreifend, weil die treffen sich auf Kongressen, die Presse berichtet darüber. Und das stellen wir jetzt gerade sehr stark fest, dass wirklich diese Offenheit für solche neuen Lösungen einfach gerade sehr, sehr viel größer wird. Da scheint so langsam Knoten aufzugehen. Also bei Branchen erstmal ganz klar, die Branche, bei der wir am schnellsten, am erfolgreichsten waren, die ganze Softwarebranche. Die war natürlich für solche Tools sehr, sehr viel offener, als es irgendwelche traditionellen Versicherer waren oder produzierende Unternehmen und so weiter. Innerhalb von Unternehmen ähnlich, da gab es immer diese Supportleistung, mal übers Internet jemandem helfen, der ein Problem hat mit dem Computer. Da gab es am meisten schon früher auch irgendwelche Lösungen, so à la PC Anywhere. Also es war technisch da klar, es gibt's was. Und da kamen wir plötzlich mit was sehr viel Einfacherem, Schnellerem, Performanterem daher. Und deswegen haben wir dort sehr schnell Erfolge gehabt. Und jetzt kommt die ganze Anwendung mehr in Bereiche, die quer durch alle Unternehmen gehen. Also vom Controlling, weil ich muss da Zahlen besprechen, bis hin zum Vertrieb, weil die Vertriebler sitzen nicht immer alle im Büro, muss ich Dinge besprechen. Marketing muss es mit Externen machen. Alles, was ich intern besprechen muss, in puncto Planung, Projekte. Also wirklich quer durch alle Branchen zieht sich jetzt immer mehr durch. Haben Sie zwei, drei Beispiele, wo Sie Ihre Tools erfolgreich jetzt auch in dem Umfeld Arbeiten, Lernen eingesetzt haben? Also insbesondere in dem Softwareumfeld ganz massiv, weil Software läuft auf einem PC, die muss von Kunden verstanden werden oder von Usern verstanden werden. Und jeder Hersteller oder Wiederverkäufer von der Software hat natürlich Interesse, dass die Software auch so gut wie möglich verwendet wird, weil er hat dann hinterher weniger Support zu leisten, er hat größere Chancen, das weiter zu verbreiten im Unternehmen, hat eine gute Referenz. Deswegen Training
und die gute Handhabbarkeit von solchen Anwendungen key ist für diese Hersteller. Und diese Schulung durchzuführen ist natürlich mitunter teuer. Der Kunde ist nicht immer bereit, dafür den Preis zu bezahlen, den der Hersteller oder der Trainer gerne hätte. Also muss er irgendwie, der Markt regelt das, einen Weg finden, wie der Kunde zu dem kommt, was er gerne hätte, nämlich geschulte Mitarbeiter, aber auch eine Möglichkeit, sowas kostengünstig anzubieten. Und da gibt es hunderte von Beispielen, die sowas verwenden. Gilt aber natürlich auch für andere Bereiche. Mein Lieblingsbeispiel, ein Blumenhändler oder Tulpenhändler aus Holland, der selber auf Auktionen seine Tulpen einkauft. Der muss natürlich auch anderen Leuten mit beibringen, was jetzt ein guter Preis ist oder nicht. Das heißt, der guckt virtuell über die Schulter, verschiedene Sitzungen offen und sagt den Leuten so, jetzt ist der Preis gut, jetzt kauf. Also Dinge, die man nicht jetzt lernen kann, sondern wo es wirklich geht, Know-how zu vermitteln. Und da gibt es einfach unbegrenzte Möglichkeiten, weil ich eben dann Grenzen, örtliche Zuständigkeiten einfach komplett aufheben kann. Jetzt bei der Einführung von NetViewer, von Ihren Tools in Unternehmen, welche Fragen poppen da hoch? Welche Prozesse werden da in Gang gesetzt? Grundsätzlich haben wir ganz großes Glück mit unserer Anwendung, weil sie eben so einfach zu bedienen ist, dass es sehr, sehr wenige Fragen sind in puncto Nutzung unserer eigenen Software. Also keine Implementierung? Es gibt gar keine Implementierung. Sehr häufig ist es auch so, dass ein Kunde in Berührung kommt mit unserer Software, wenn er zum ersten Mal teilnimmt an so einer Sitzung, weil er eben Support bekommt oder weil er an so einem virtuellen Meeting teilnimmt. Und dann sieht er das Ding schon mal und hat da überhaupt keine Probleme. Also als Teilnehmer sowas mitzumachen, ist so kinderleicht, dass man gar nichts falsch machen kann. Und dann sagt er sich, ja, das hätte ich auch gern für mich. Und dann hat er die Erfahrung meistens schon mal hinter sich. Und dann muss er einfach mit diesem, wir sagen, mit der Moderatorenseite zu Rande kommen. Und das ist auch wieder so einfach, dass er eigentlich schon gar nichts falsch machen kann. Also die Beschreibung, das, wenn man so will, ein Schulungshandbuch, das passt auf eine halbe DIN A4-Seite. Gibt es irgendwelche länderspezifischen Trends bei Ihren Tools, von der Akzeptanz oder auch, wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie die besten Wachstumsmärkte für sich? Also Akzeptanz merken wir schon einen großen Unterschied. Also Skandinavien zum Beispiel, UK, die sind einfach schon sehr weit mit solchen Themen. Was heißt sehr weit? Die Offenheit, sowas anzuwenden, die Bekanntheit, das Wissen darüber, dass es solche Tools überhaupt gibt, ist weiter fortgeschritten. Und auch die Offenheit, mit sowas umzugehen. Wenn Sie das mal irgendwie prozentual fassen würden, wenn Sie jetzt mal den deutschen Markt nehmen, haben wir 20% der Unternehmen, die über sowas nachdenken? Aber nachdenken weiß ich nicht, wahrscheinlich aber bei Weitem noch nicht. Also Nutzen sind wir im ganz niedrigen, einstelligen Bereich. Die überhaupt grundsätzlich sowas überhaupt schon nutzen, von Ausnahmen vielleicht abgesehen. Aber eine unternehmensweite Lösung implementiert zu haben, das sind die wenigsten Unternehmen überhaupt nur dran, sowas zu machen. Egal ob von uns oder von anderen Wettbewerbern, der Markt ist noch völlig offen. Zum Vergleich vielleicht, der gesamteuropäische Markt ist im Jahr 2008 so groß wie der amerikanische Markt im Jahr 2003 war. Also 5 Jahre quasi der europäische Markt hinterher, wo es keine Anzeichen gibt, wieso nicht der europäische Markt eine ähnliche Entwicklung nehmen sollte, wie es der amerikanische tut. Die Amerikaner sind sehr viel offener natürlich immer für mal was Neues ausprobieren, aber auch wieder sein lassen. Und die haben auch noch weniger Sicherheitsbedenken. Datenschutz ist ein Wort, das es in Amerika nicht so gibt. Genau, also die nutzen sowas, haben selber immer schon einen viel größeren Kontinent gehabt. Da war der Nutzen vielleicht klarer. Der Deutsche hat mehr in Deutschland vielleicht sein Geschäft gemacht, der Spanier innerhalb Spaniens. Aber der Trend geht ganz klar dorthin. Die Wachstumsraten sind in Europa jetzt größer als in den USA derzeit. Und innerhalb von Europa gibt es natürlich noch gewisse Unterschiede, die aber weniger eigentlich an der Akzeptanz derzeit liegen. Wie gesagt, Nordeuropa ist da sicher offener als Südeuropäer, die vielleicht einfach traditionell mehr den persönlichen Kontakt suchen. Interessanterweise gibt es noch Unterschiede darin, ob Kunden eher Software kaufen, also wirklich dieses Besitzen wollen im alten Stil, oder ob sie es als Software as a Service mieten wollen. Also unsere konservativsten Kunden kommen aus der Schweiz. Da wollen einfach 90% der Software besitzen. In Nordeuropa, insbesondere in UK, da finden sie noch 10% oder 20%, die kaufen wollen. Und der Rest legt nur Wert darauf, mieten zu können. Also da gibt es schon ganz enorme Unterschiede. Warum glauben Sie eigentlich, dass der Markt noch so klein ist?
Ich glaube, dass die Bekanntheit des Ganzen ist noch extrem gering. Also es gibt ganz viele Unternehmen noch oder Personen, wenn ich denen erzähle, was wir machen, egal ob im privaten Umfeld das erzähle oder auf einer Konferenz, auf einer Tagung, die sagen, wie sowas geht, das ist aber nichts für uns, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also die sind ganz, ganz am Anfang, also noch vor dem Anfang, die wissen noch gar nicht, dass man sich mit sowas beschäftigen kann. Und das Spannende auch zum Teil, Geschäftsführer, Vorstände von Softwareunternehmen. Ich war letztens bei einem sehr großen, namhaften, die auch sagen, ja, haben wir schon gehört, dass sowas gibt. Wir kennen euch ja eigentlich auch schon seit 2 Jahren, aber wir haben noch gar nie Zeit gehabt, uns mit sowas zu beschäftigen. Aber ich spreche mit meinen 35 Niederlassungsleitern, Geschäftsführern vor Ort einmal pro Woche. Das mache ich per Telefon und schicke denen per Excel die Dateien zu. Das gibt es also immer noch. Und dann in gerade konservativeren Unternehmen sind Sicherheitsbedenken oder es hat ja alles mit Wandel, mit Prozessveränderungen zu tun. Und das sind viele einfach sehr, sehr scheu. Wenn man es jetzt mal in Zahlen ausdrückt, Return on Investment, können Sie mal eine Case Study, so eine kurze Rechnung aufmachen? Das Plausibelste ist, wenn man die monatlichen Mietpreise für unsere Software sieht. Die wird, wir ändern was am Modell jetzt, wird ab Sommer, ab 1. Oktober Pi mal Daumen 50 Euro pro Named User, also pro Arbeitsplatz sein. Und damit kann ich unbegrenzt viele Sitzungen einberufen. Das Teilnehmen kostet ohnehin nichts. Das heißt, wenn ich eine Sitzung starte, eine virtuelle, und ich nehme 20 Teilnehmer dazu, bezahle von den 20 keiner was. Aber meinen Nutzen kann ich natürlich sehr schnell gegenrechnen. Das heißt, wenn ich eine einzige Fahrt mir einsparen, eine halbe Tankfüllung quasi, da habe ich schon eine Monatsmiete amortisiert. Wenn ich womöglich mir einen gesamten Flug einspare pro Monat, inklusive Hotelübernachtung und Reisespesen und sonstigen, sieht man, dass sich sowas extrem schnell amortisieren. Das heißt, mit einer Reise eingespart kann ich die Miete für ein Jahr mitunter refinanzieren. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie sind 2001 gestartet. Das war ja eigentlich schon fast nach dem großen Sterben, ne? Nach dem Internet-Bubble. Sie sind eines der wenigen deutschen Unternehmen, was noch nicht so riesig groß ist, aber doch eine ganz akzeptable Größe schon hat, die es auch weltweit geschafft haben. An was liegt's? Erstmal richtig, wir sind gestartet, als die Internet-Economy quasi so den letzten Hauch ausgepustet hat. Das war nicht so einfach damals, zumal wir im Juni gestartet sind und dann kam noch der 11. September dazu. Da haben wir auch kurz mal schlecht geschlafen, weil niemand mehr Geld in die Hand genommen hat. Aber glücklicherweise hatten wir genau die Lösung, die dann gefragt war, weil die Leute wollten nicht mehr fliegen und das mussten sie plötzlich nicht mehr. Das war insofern für uns gerade noch mal erträglich und hat uns sehr geholfen. Also es ist schwierig zu sagen, woran es genau lag und ob es nur einen Grund gab. Also ein wesentlicher Grund war sicher der, dass wir von Anfang an gezwungen waren, einfach so viel zu verkaufen, wie irgendwie geht. Also die wichtigsten 3 Themen waren bei uns immer verkaufen, 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 weil wir hatten ein ganz klein bisschen Geld bekommen können, selber hatten wir keins 2001, wollte auch niemand investieren in so Software, in IT, war klar. Und das heißt, wir hatten ein bisschen Geld, mussten damit die Software entwickeln und war klar, irgendwann geht das Geld aus, wenn wir nicht schon es schaffen, die Software zu verkaufen. Also haben wir genau das getan. Und weil wir das irgendwie offensichtlich so im Blut hatten und so gut funktioniert hat und das halt auch offensichtlich einen sehr guten Markt getroffen hat, sind wir so schnell gewachsen, dass wir halt sehr viel Geld verdient haben, um damit auch das Wachstum wieder zu finanzieren. Und dann haben wir natürlich vieles an Erfahrungen gesammelt. Diese Internationalisierung war sehr gut, was wir gemacht haben, aber im Großen und Ganzen, aber nicht immer im Detail. Das heißt, wir haben irgendwann was ausprobiert, das hat funktioniert oder nicht funktioniert. Wir waren immer auch risikowillig. Wenn was nicht funktioniert, haben wir gesagt, okay, machen wir es jetzt nochmal, aber anders. Und dann haben wir auch schon, glaube ich, es ganz gut verstanden, uns zu fokussieren. Also die erste Auslandsniederlassung, die wir hatten, war die in den USA. Wir haben aber dann irgendwann mal beschlossen, die USA-Thematik nicht weiter voranzutreiben, sondern auf dem Niveau zu lassen, einfach mit der klaren Maßgabe, wir wollen uns auf Europa fokussieren. Einfach um nicht sich zu verzetteln, weil der europäische Markt an sich so verlockend war und das einfach näherliegender war. Also wir haben erstmal die Äpfel gepflückt hier, bevor wir irgendwie auf Nachbarsgarten geguckt haben, ob es da auch noch hübsche Äpfel gibt. Und wo gibt es jetzt die schönsten Äpfel in den nächsten Jahren? Also die gibt es mit Sicherheit noch ganz massiv hier in Europa, aber wir züchten jetzt vielleicht nicht mehr nur Äpfel, sondern auch Birnen. Also diversifizieren quasi ein bisschen innerhalb dessen, was wir tun, in leicht anverwandte Bereiche. Zum Beispiel? Es geht